Jetzt geht's. Wunderbar. Nach der Mittagspause darf ich alle hier in Hamburg und alle an den anderen vier Veranstaltungsorten recht herzlich wieder begrüßen. Ich mache jetzt für die nächsten beiden Panels die Anmoderation, weil ich das große Glück habe, dass ich extra ModeratorInnen für jeweils das Panel habe, die als Fachleute mit Sicherheit die Diskussion und die Gesprächsrunden dann wesentlich qualifizierter durchführen können, als ich es könnte. Neben mir steht Anselm Fienker. Anselm ist derjenige, der jetzt in diesem Bereich KI und IT die Federführung übernehmen wird. Anselm ist kommt vom Artificial Intelligence Center Hamburg. Das ist ARIC abgekürzt, ist dort KI-Projektmanager. Und völlig klar, wer KI-Projektmanager ist, macht jetzt den Vortrag zu dem Bereich oder eine kurze Einführung, Vortrag ist zu viel, Care und KI. Und im Anschluss daran wird eine Gesprächsrunde stattfinden, die von Anselm moderiert wird, zu dem Thema IT Cares for Care. Ich bin schon ganz gespannt und muss sagen, es ist natürlich auch bezeichnend, dass ich jetzt gerade diese Anmoderation bekommen habe, die ich zu einer Generation gehöre, die nicht so IT-affin sind und habe da schon in diesem ganzen Bereich für die Menschen, die da halt nicht damit aufgewachsen sind, die noch, was weiß ich, Telefone und Fernschreiber und Schreibmaschinen kennen, die Frage, wie ist es mit diesen ganzen Bereichen, können die nicht auch erstmal hinderlich sein für diese ganze Care-Arbeit. Das heißt, erstmal nochmal eine Barriere aufbauen, bevor man dann irgendwie da reingeht oder reingehen kann und Ängste hervorrufen. Und das würde ich gerne für diese Stunde euch mitgeben, da Wege aus diesen Befürchtungen heraus vielleicht mit aufzuzeigen. Ja, sehr gerne. Ich gebe gerne an Anselm und viel Spaß für diese kommende Stunde. Genau, dann herzlich willkommen zurück aus der Mittagspause auch von meiner Seite. Wie gerade schon gesagt, ich bin Anselm Fienker, ich bin KI-Projektmanager beim ARIC. Kurz gesagt, was ist das ARIC? Das ARIC ist ein Verein, der von der Stadt Hamburg und einigen Unternehmen in Hamburg gegründet wurde, mit dem Ziel, KI ein bisschen voranzubringen. Und vor allem auch bewusst als Verein gegründet, weil das Ziel ist, nicht irgendwie KI voranzubringen, sondern KI verantwortungsbewusst voranzubringen, sodass es halt eben für Politik, für Gesellschaft, für Wirtschaft und für Wissenschaft gut vertreten ist und dort quasi als unabhängige Anlaufstelle gedacht, dass man auch mal klar sagen kann, an den Stellen macht KI Sinn und an den Stellen macht KI nicht so viel Sinn oder an den Stellen muss man bestimmte Sachen bei KI beachten. Deswegen heute auch der Titel Care und KI, neue Wege in alte Strukturen. Ich werde also nicht darüber reden, wie super toll Staubsaugerroboter sind und uns bei Care-Arbeit unterstützen, sondern ich werde einen Schritt ein bisschen zurückgehen, gucken, dass wir durch KI eigentlich am Start einer ja, gewissermaßen gesellschaftlichen Transformation sind. Also Sachen, die früher mehrere Tage gedauert haben, funktionieren plötzlich automatisch in wenigen Minuten. Wir reden darum, welche Jobs fallen weg, welche Jobs werden wie revolutioniert. Und natürlich hat sowas dann auch auf alle gesellschaftlichen Sachen Einfluss und eben auch auf Care-Arbeit. Und da wäre jetzt wichtig zu gucken, was passiert, wenn wir KI einführen. Kommen wir dann dem Ziel Equal Care auch wirklich automatisch näher? Oder haben wir schlimmstenfalls einfach nur eine digitalere Welt, aber die alten Strukturen haben wir trotzdem noch genauso? Das habe ich auch angefangen, mal ein bisschen KI zu fragen, beziehungsweise genauer gesagt KI-Bildgeneratoren wie DALL-E und Midjourney zu fragen. Für die von euch, die das noch nicht kennen, man gibt quasi einen Text ein, einen sogenannten Prompt und kriegt dann halt diesen Text als Bild dargestellt. Und ich habe das Ganze auf Englisch gemacht und dann so geschlechtsneutral wie möglich, also nur Sachen wie a human, somebody, a person und dann typische Care-Arbeiten beschrieben. Und was ist dabei rausgekommen? Sehr erschreckend. Es werden ja eigentlich ausschließlich Frauen dargestellt, die diese Care-Arbeit machen. Das Ganze habe ich dann noch mal ein bisschen weiter rumprobiert mit ja, Sachen wie Eis essen, Kaffee trinken, ein Buch lesen, Fahrrad fahren, also Sachen, die eigentlich komplett geschlechtsneutral sind und da auch wieder someone, somebody, human und so weiter dran geschrieben. Und wie man sieht, plötzlich haben wir nur noch Männer da. Und was man auch so ein bisschen sieht, auf beiden Bildern waren auch nur weiße Personen abgebildet.
Also da sehr kritisch, vielleicht auch nochmal so ein bisschen für Leute, die ja nicht so Fan von Gendern sind und meinen, bei männlichen Formulierungen sind die Frauen ja mitgemeint. Sieht man da, bei KI sieht das ein bisschen anders, dass sobald man nicht explizit darauf hinmacht, werden ja weiße Männer abgebildet. Mein Ziel ist jetzt ein bisschen darauf einzugehen, warum ist das so? Ist das Absicht? Hat man sich das überlegt, ja, wir wollen jetzt eine sexistische KI programmieren? Oder wie passiert das? Und vor allem, wie kriegen wir das hin, dass wir eine faire KI hinbekommen? Dafür erkläre ich einmal kurz, wie so ein Bildgenerator funktioniert. Und daraus können wir dann noch gucken, wie Probleme, die sich allgemein durch KI durchziehen. Und zwar, KI lernt eigentlich immer aus Daten. Also man braucht irgendwoher Trainingsdaten und KI lernt diese Muster dann auswendig und erzeugt diese auch wieder. Bei einer Bildgenerierung ist das so, wir wollen ein Bild haben und wir wollen eine Unterschrift zu diesem Bild haben und das möglichst automatisch. Wo kriegen wir das her? Aus dem Internet. Also wir gucken uns alle möglichen Fotos an, die irgendwo auf Social Media gepostet sind mit einem Titel drunter, Sachen, die irgendwo vielleicht in einem Zeitungsartikel stehen mit einer Unterschrift und die Fotos nehmen wir uns, so wie hier das Bild ganz links von St. Pauli Landungsbrücken mit der Unterschrift, ein Foto von St. Pauli Landungsbrücken bei Sonnenlicht und damit wir halt lernen, wie so ein Foto aufgebaut ist, fügen wir im ersten Schritt einfach nach und nach ein bisschen Störgeräusche hinzu. Also erst ein bisschen was, dann nochmal mehr, dann nochmal mehr, bis wir dann irgendwann ein Foto haben, wo nur noch Störgeräusche drauf sind. Und was die KI im Endeffekt lernt, ist, diese Störgeräusche wieder rückgängig zu machen. Also wir fangen an mit dem Titel hier, ein Foto St. Pauli Landungsbrücken bei Sonnenlicht und ein Bild nur mit Störgeräusche. Und die KI lernt, okay, wie müsste ich die Störgeräusche entfernen, damit ich wieder zu dem Ursprungsbild komme. Und das macht die KI dann quasi nach und nach und kommt dann dahin, dass man irgendwann das Ursprungsbild wieder auswendig hat. Dabei lernt es zum einen, wie sieht St. Pauli Landungsbrücken aus. Es lernt aber auch, wie sieht so ein Bild realistisch aus? Also wie funktioniert das mit Beleuchtung, dass die Sonne von einer Richtung kommt, das Schatten fällt, wie funktioniert Reflexion, wie sieht ein Himmel aus? Also all diese Sachen werden da quasi mitgelernt. Und das machen wir jetzt quasi einmal mit allen Bildern, die irgendwo im Internet sind. Und wenn wir damit durch sind, können wir das auch nutzen, um neue Sachen zu generieren. Also wir fangen einfach nur mit zufälligen Störgeräuschen an und geben was ein, was so zum Beispiel nicht existiert, Hamburg Landungsbrücken in Japan. Und da kommt dann halt was raus, was dann ein Mix daraus aussieht. Also ich finde, man sieht ja ganz schön, wie das Ganze funktioniert, dieses aus Daten lernen. Der sieht, okay, Hamburg Landungsbrücken ist ein Gebäude, das hat unten irgendwie Bögen, das hat einen Turm, das ist am Wasser. Gebäude in Japan, das ist ein Gebäude mit diesem typischen Dach. Also ist die Kombination daraus das. Und so können wir auch ein bisschen nachvollziehen, wie kamen diese Bilder am Anfang zustande. Die KI weiß eigentlich gar nicht, was genau Care-Arbeit ist und was nicht. Die weiß eigentlich gar nicht, dass sie da eine Frau malt oder sonst was. Sie weiß nur, all die Bilder, die sie in der Vergangenheit gesehen hat, wo Leute zum Beispiel Windel wechseln, wo Leute Wocheneinkauf machen, also sind zu 80% Frauen drauf. Heißt wahrscheinlich, in den Bildern, die wir machen, kommen jetzt auch ein Mensch drauf, der lange Haare hat und der ein weibliches Aussehen hat. Genau, das ist zum Teil wirklich, wirklich kritisch, weil das heißt, wenn wir KI-Modelle auf reellen Daten aus der Vergangenheit trainieren, werden genau diese Muster auch wieder reproduziert. Also alles, was wir irgendwie an Rassismus, an Sexismus oder sonstigen strukturellen Diskriminierung haben, werden genau so wieder reproduziert von der KI. Das Zweite ist, häufig werden zusätzlich Daten auch noch gelabelt, also beschriftet, dass jemand sagt, was ist zum Beispiel auf einem Foto. Sowas wird meistens outgesourced in Länder, wo nicht gut bezahlt wird, wo schlechte Arbeitsbedingungen sind. Auch diese Daten haben meistens dann keine gute Qualität und haben eben auch diese Verzerrung oder das englische Wort dafür ist Bias mit drin. Und das ist in manchen Anwendungsfällen extrem kritisch. Gerade bei den Bildgenerierungen wird es vor allem halt eher Rollenbilder reproduzieren. Wenn man stelle mal vor, man hat zum Beispiel eine Kreditvergabe mit einer KI, die entscheidet, wer bekommt einen Kredit oder nicht. Und wir lernen, in der Vergangenheit haben eigentlich nur Männer Kredite bekommen, also werden wir in Zukunft auch nur Männern Kredite geben. Oder man hat eine Karriereplanung, eine Schülerin fragt an, was soll ich machen und bekommt automatisch, du solltest eher Kindergärtnerin werden und der Junge, der sollte eher Führungskraft werden oder sowas. Oder Beförderungsverfahren, dass wir eine KI fragen, wen sollen wir befördern aus dem Unternehmen. Dadurch werden dann halt genau diese Muster reproduziert, die wir seit Jahren haben und die wir ganz gerne eben nicht reproduziert haben. Die eine bisschen gute Nachricht ist, die KI an sich ist nicht sexistisch oder diskriminierend, sondern die Daten, auf die sie trainiert ist. Es ist also in der Theorie auch möglich, eine faire KI zu trainieren. Es ist aber unfassbar schwierig und man muss extrem viele Randfälle mitdenken. Und ein kleiner Ansatz, was man dabei zum Beispiel mit
denken muss, habe ich mal mitgenommen, Responsible AI oder verantwortungsbewusste KI ist so ein bisschen die Richtung, wo es darum geht, was müssen wir alles bedenken, damit wir faire KI bekommen. Das wäre zum einen Erklärbarkeit, also wir müssen nachvollziehen können, warum ist eine KI zu einem Ergebnis gekommen, wenn wir zum Beispiel die Kreditvergabe haben, dass wir ganz klar wissen, okay, die hat jetzt deswegen dafür entschieden. Das zweite, Fairness und Nachhaltigkeit, also sie muss fair entscheiden für allen. Nachhaltigkeit heißt aber auch zum Beispiel, dass die Leute, die Daten labeln, auch faire Gehälter bekommen, quasi, dass da niemand ausgenutzt wird. Recht und Ethik, sehr spannend. Die EU hat jetzt mit dem New AI Act einen ersten Schritt gemacht, zu versuchen zu regeln, was darf durch KI geregelt werden, was darf nicht durch KI geregelt werden, was muss zum Beispiel bedacht werden, wenn man eine Kreditvergabe durch KI haben möchte. Robustheit und Sicherheit, dass eine KI auch unter allen Umständen funktioniert. Ein Beispiel war zum Beispiel so Alexa oder Siri, die haben am Anfang vor allem Männerstimmen gut kennengelernt, weil sie im Trainingsdaten fast nur männliche Stimmen hatten und Frauenstimmen nicht so gut. Sowas ist natürlich nicht robust. Robust heißt, egal wer da spricht, ich werde verstanden. Und das Letzte ist Verwaltung oder auf Englisch Governance. Das geht darum, dass man klar weiß, in welchem Kontext wird KI eingesetzt. Also wenn wir KI zum Beispiel zur Kreditvergabe nutzen, dass klar geregelt werden sein muss, wer was macht, darf die KI entscheiden, was macht der Mensch, wer ist im Endeffekt dafür verantwortlich, welche Entscheidung gemacht wird. Das heißt, wir sehen hier, es ist nicht einfach, die Sachen stehen auch alle irgendwie in meinem Trade-off zueinander, aber dementsprechend ist es super wichtig, das mitzudenken. Und genau, um noch mit dem Bogen zur Care-Arbeit zu machen, wenn wir an solchen Sachen nicht mitdenken, wenn wir Care-Arbeit nicht mitdenken bei der Entwicklung von KI-Systemen, dann haben wir ein sehr großes Problem und es ist unfassbar wichtig, dass wir solche Sachen von Anfang an mitdenken. Genau. Eine Sache, die sehr wichtig ist, damit eben solche Sachen von Anfang an mitgedacht werden, sind diverse Entwicklungsteams. Deswegen freue ich mich auch, dass ich jetzt quasi auch noch das Podium IT Cares for Care moderieren kann, wo wir vier extrem gute Gäste da haben, die alle vier im IT-Sektor tätig sind. Deswegen bitte einmal Applaus für unsere Gäste. Wir haben einmal Lena Joan, die Gründerin der IT Girls. Genau, nimm einmal bitte Platz, Lena. Dann haben wir Dr. Wiebke Jürgensen, Geschäftsleiterin von Iteratec. Professor Dr. Eva Bittner, Wirtschaftsinformatik-Professorin an der Uni Hamburg. Und Yasemin Efiolu von Volt Berlin. Dankeschön. Perfekt. Ah ja, das machen wir noch eben zur Seite. Dankeschön. Perfekt, dann fangen wir mal mit dir an, Lena. Sehr cool, dass du heute dabei bist. Du hast einen Bachelor in Informatik gemacht und machst im Moment deinen Master in IT-Management und Consulting. Und du hast neben dem Studium auch noch die IT-Girls mitgegründet. Das ist ein Blog, der vor allem junge Frauen motivieren soll, in die IT-Branche einzusteigen. Magst du uns einmal kurz sagen, was hat euch damals bewegt, die IT-Girls zu gründen und welche Vision verfolgt ihr? Ja, ich habe IT-Girls vor 3 Jahren zusammen mit meiner Schwester gegründet und ich komme ursprünglich nämlich aus dem BWL-Bereich, also ich habe auch noch einen Bachelor in BWL gemacht und habe dann festgestellt, nach der Uni, nach dem Abschluss bin ich immer mehr in die IT gekommen und habe mich gefragt, warum habe ich eigentlich nicht Informatik nach der Schule studiert. Ich bin sogar an der Uni damals gefragt worden, willst du nicht lieber wenigstens Wirtschaftsinformatik machen? Und ich war so, oh Gott, nee, auf gar keinen Fall. Genau, und das ging meiner Schwester tatsächlich ähnlich, weil wir hatten keine Bekannten oder Freundinnen oder so, die irgendwas mit Informatik zur Schulzeit zu tun hatten und sind erst über Umwege in die IT gekommen. Und da dachten wir, lass uns doch einfach unsere eigenen Erfahrungsberichte aufschreiben und so junge Mädchen, die noch in der Schule sind und sich mit Berufen und Studiengängen und Ausbildungen beschäftigen, unsere Erfahrungen teilen. Und so sind wir auf IT Girls gekommen. Ja, sehr cool, also sehr spannend und wirklich großen Lob für diese Initiative. Wiebke, du bist Geschäftsführerin von Iteratec, das ist ein IT-Dienstleister, der innovative Softwareentwicklung betreibt.
Dein Einstieg in die IT-Branche ist da ja schon ein bisschen her. Magst du uns trotzdem kurz einmal deinen Werdegang skizzieren und vor allem mal darauf eingehen, ist die IT-Branche eigentlich dankbar, wenn es darum geht zur Vereinbarkeit mit Care-Arbeit? Ja, sehr gerne. Ich bin tatsächlich auch nicht direkt in die IT gekommen nach der Schule, auch wenn ich Spaß drauf hatte, aber das wirkte alles noch so nach Hacker und Keller und so. Und bin einer zweiten Leidenschaft nachgegangen, nämlich der Mathematik, von der mich auch niemand abgebracht hat. Und bin dann über die Mathematik und das Studium in die IT gerutscht, weil ich gerne Projekte machen wollte. Und an der Bremer Uni konnte man sehr gut Projekte machen damals. Und habe darüber dann den Weg in die IT-Dienstleister gefunden und habe dann jede Menge, ich habe auch mal Schreibmaschine gelernt, aber bin dann an der Computertastatur hängen geblieben. Und vor allen Dingen die Vielfältigkeit im Projektgeschäft hat mich danach gereizt und nicht wieder losgelassen. Ich habe die IT-Branche immer als sehr carefreundlich erlebt, einfach von der Flexibilität der Arbeitszeiten, der Möglichkeiten. Ich habe es immer als Teamarbeit verstanden. Und auch als eine sehr, sehr vielfältige Teamarbeit. Ich finde, man konnte bei dir eben auch sehen, dass die Herausforderungen aktuell sehr stark nicht nur im in die Tasten hauen liegen oder so, sondern einfach in dem Entwickeln vom Richtigen und die richtigen Anforderungen da reinzubringen. Insofern hat mich das immer gereizt und ich sehe die Grenze eher, ja, warum bekommen wir nicht mehr junge Schülerinnen, Frauen und Co. in IT-Berufe, weil dadurch wäre vielleicht auch Care-Arbeit gleich ein bisschen gleichmäßiger verteilt. Ja, sehr cool. Genau, dann haben wir dich, Eva, du bist Professorin und Leiterin des Lehrstuhls Wirtschaftsinformatik, insbesondere soziotechnische Systemgestaltung. Da hast du unter anderem Themen wie menschzentrierte Gestaltung von KI oder Mensch-KI-Interaktion. Magst du uns einmal kurz sagen, was genau ist das und warum ist es dabei besonders wichtig, diverse Teams zu haben? Genau, also ich bin die Dritte im Bunde, die nicht originär aus der IT kommt. Vielleicht ist das auch nochmal so ein Muster, was man auch erkennen kann, dass Frauen vielleicht eher so auf dem zweiten Wege das erkennen, wie viel Gestaltungsmacht man auch hat, wenn man in die IT geht. Soziotechnische Gestaltung, das heißt, wir versuchen IT-Systeme von Anfang an so zu denken und so zu gestalten, dass sie dem Mensch nützlich sind. Weil nicht alles, was technisch möglich ist und technisch vielleicht cool ist für den Hacker im Keller, ist auch das, was wir uns als Gesellschaft wünschen, wie IT in unseren Arbeitsprozessen, in unserem Alltag wirken soll und funktionieren soll. Das heißt, wir versuchen das zusammen zu gestalten und da ist eben gerade diese interdisziplinäre und möglichst diverse Perspektive auch so wichtig, dass wir das eben, dass wir alle Perspektiven mitdenken, wenn wir gestalten und nicht für einen bestimmten Typ Mensch gestalten und nur diese Personen mitreden können. Und Anselm hat es ja schon irgendwie ganz, ganz eindrücklich gesagt, wieso das gerade bei KI so wichtig ist, weil KI eben keinen ethischen Kompass besitzt und nicht per se irgendwie ethisch handelt oder ein Bewusstsein sogar hat oder so. KI ist ja nicht intelligent, sondern es repliziert Biases und Muster, die in den Daten vorhanden sind. Die Daten sind aus den letzten Jahrzehnten, die sind gebiased, die sind nicht fair. Und sie handelt nach Regeln und nach Rahmenbedingungen, die wir als Gestalterinnen ihr mitgeben. Und wenn das eben nur bestimmte Menschen sind, die gestalten, dann handelt sie nach diesen Regeln und Rahmenbedingungen. Und das wollen wir halt nicht aus der Hand geben. Da wollen wir mitreden. Sehr cool. Genau, und die letzte im Bunde, Yasemin, du bist Co-Vorsitzende von Volt Berlin. Du kandidierst im Moment auch für die Europawahl. Und da schreibst du, deine Herzensthemen sind inklusive Digitalpolitik und feministische KI. Magst du uns auch noch mal in diese beiden Themen einführen? Ja, ich meine, du hast das mit deinem Vortrag schon sehr gut gemacht, zu zeigen, warum es so wichtig ist, dass wir eine feministische Perspektive bei KI haben. Ich will nur noch einen neuen Aspekt vielleicht reinbringen. Wir wissen ja alle, dass KI unsere Gesellschaft, die Arbeitswelt fundamental verändern wird. Und eine Sache, die wir dabei, finde ich, noch nicht so ganz im Diskurs haben, ist, dass diese Industrie, die dahinter steckt, also die KI-Industrie, dieser Sektor, sehr, sehr, sehr einseitig geprägt ist. Entwickler von KI sind meistens weiß, männlich und kommen aus dem globalen Norden. Und das hat eben auch
als Grund, warum die Outputs, die wir sehen, so sind, wie sie sind, eben sehr verzerrt und sehr fehlerhaft. Weil wir natürlich als Menschen, wenn wir entwickeln, immer unsere eigenen Wahrnehmungen der Welt sozusagen mit in die Systeme mit einprogrammieren. Ja, und das führt dann zu den Stereotypen und auch zu, du hast es auch gesagt, Kreditscores. Also es fängt bei Stereotypen und Vorurteilen an, aber geht ja dahin über, dass ganze Menschengruppen aus Recruiting-Systemen ausgeschlossen werden, einfach weil diese Systeme Frauen beispielsweise nicht erkennen oder schwarze Personen. Und das ist genau der Grund, warum wir eine feministische Perspektive bei KI ganz, ganz dringend brauchen und warum ich denke, dass wir daran arbeiten müssen, und zwar indem wir uns die Daten angucken, die Systeme, aber auch Unternehmen und die Politik. Und damit schließt sich sozusagen der Kreis zu mir, warum ich jetzt mit diesem Thema in die Politik möchte, weil diese beiden Themen haben auf jeden Fall gemein, dass beide sehr männlich weiß geprägt sind aktuell noch, auch das Europaparlament noch nicht so divers und so repräsentierend unsere Gesellschaft ist, wie es sein sollte. Und auch Digitalpolitik und KI-Politik wird leider von sehr wenigen Menschen gerade für sehr viele Menschen in Europa gemacht. Und das ist mein Anliegen, da jetzt hinzugehen. Ja, sehr schön gesagt. Genau, ich würde vorschlagen, wir gucken uns dann nochmal den Einstieg für Frauen in der IT-Branche an. Da ist ja gerade bei dir, Lena, im Moment eine spannende Phase. Du schreibst deine Masterarbeit, wirst also kurz davor sein, den ersten Job anzunehmen. Was sind denn da so für Sachen, für Anforderungen an diesen Job, wo du Ausschau hältst? Wie stellst du dir zum Beispiel den idealen Berufsalltag vor? Ja, also ich bin jetzt 28, das heißt, ich habe natürlich auch viele Freundinnen, die im ähnlichen Alter sind und die jetzt auch gerade anfangen, Kinder zu bekommen. Das heißt, Care-Arbeit, Elternzeit ist bei uns im Freundeskreis einfach gerade ein Riesenthema. Und da merkt man halt doch, dass gerade die jungen, weiblich toll ausgebildeten Frauen wieder rausgehen aus den Jobs und gar nicht erst einsteigen und sich doch überlegen, wie schaffe ich es, Kind, Karriere zu kombinieren. Das heißt, auch ich habe noch keine Kinder, aber auch ich achte darauf, wie sind die Führungsteams aufgebaut, weil wir hatten das gerade schon, in der Regel sind IT-Unternehmen sehr, sehr männlich dominiert und die Führungskräfte sind in der Regel alle weiß und männlich. Und ich frage immer, wie wollt ihr das angehen? Wie wollt ihr das verbessern? Was sind da für Maßnahmen geplant? Und ich zum Beispiel persönlich würde bei keinem Unternehmen mehr anfangen, wo das A kein Thema ist oder wo die Führungskräfte rein männlich sind, weil ich das einfach mit mir nicht mehr vereinbaren kann und ich einfach da auch eine Veränderung bewirken möchte und das einfach den Unternehmen dann auch so zurückspiele. Und eine Frage, die wir auch immer wieder stellen, ist, gibt es Teilzeitmöglichkeiten? Und es gibt immer noch extrem viele Unternehmen, die sagen, ja, wenn man schon länger bei uns ist, dann kann man irgendwann mal in Teilzeit gehen. Und da breche ich immer gefühlt vom Computer zusammen, wenn ich diese Antwort wieder bekomme, weil wir verdienen halt einfach einen ganz, ganz großen Teil an weiblich gut ausgebildeten Frauen, die sich das dann nicht mehr antun wollen. Ja, sehr spannend. Eva, du hast als Professorin ja auch sehr viel Kontakt zu jungen Studierenden, die entweder gerade ein Studium anfangen, Informatik, oder halt dann auch nach dem Studium im Berufsalltag machen. Sind das da ähnliche Geschichten, die du daraus kennst? Was sind da so die typischen Sorgen, die du mitbekommst? Ja, also genau das, was Lena sagt, das sind die Gedanken, die sich Frauen mehr machen als Männer, auch wenn natürlich Männer in diesem Lebensalter vor Familiengründung stehen und so, aber die denken das bei ihren beruflichen Entscheidungen noch nicht so mit, weil sie es im Zweifel auch nicht müssen, statistisch in dieser Form, und im Zweifel sich das dann schon irgendwie fügt, aber Frauen denken das schon bei den Studiumsentscheidungen, bei den Berufsentscheidungen eindeutig mit. Nichtsdestotrotz sozusagen sehe ich auch, dass die IT-Branche insofern große Chancen bietet, dass ihr ja auch wirklich die Wahl habt, ne? Ihr müsst nicht in Unternehmen gehen, die euch so behandeln und die diese Möglichkeiten nicht schaffen. Man hat da jetzt wirklich ja eigentlich einen Arbeitnehmermarkt, wo man sagen kann, hey, ich bin selbstbewusst, ich will die und die Arbeitsbedingungen, und wir merken auch sozusagen, man kann sich das jetzt auch erlauben und die Frauen werden gesucht und es gibt dann häufig auch Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich super mühsam, wenn man immer die Exotin ist und die Pionierin ist und die Pionierarbeit machen muss und das alles mit erkämpfen muss, weil das im Zweifel auch Zusatzarbeit ist, die einen in der eigenen Karriere erstmal nicht weiterbringt, aber die eben auch Care-Arbeit im beruflichen Kontext ist, diese Pionierarbeit zu leisten. Und das ist natürlich mühsam und ärgerlich, dass das immer noch so ist. Ne? Ja, gut, dass du das ansprichst. Dann können wir den Ball vielleicht eben mal drüber sprechen auf die, nicht Berufseinstiegsseite, sondern auf die Führungsebene-Seite. Wie ist denn das? Was für Rollen haben Unternehmen da, besonders attraktiv zu werden für junge Frauen? Gibt es irgendwelche Best Practices oder
Maßnahmen, die man in unser Unternehmen gut treffen kann? Also ich würde gerne noch einen Schritt zurück. Als ich eingestiegen bin, hat sich, glaube ich, noch kein Unternehmen damit offiziell hervorgetan, tolle Arbeitszeitmodelle zu haben. Ich habe das aber immer als wahnsinnig flexibel erlebt. Ich habe lange Zeit, bin früh wieder eingestiegen, habe Teilzeit gearbeitet, auch in Führungspositionen. Und ich glaube, da kommt in der IT so der Fachkräftemangel, vielleicht auch dieses, in der IT versucht man immer so ein bisschen das Neue mitzudenken, kommt so kulturell da auch mit rein. Das heißt, ich habe auch zu Zeiten, in denen das noch nicht Firmenpolitik war, immer sehr, sehr flexible Arbeitgeber und Führungskräfte erlebt. Inzwischen hat sich da, finde ich, in den Unternehmen einiges getan, sowohl auf der formalen Seite, dass wirklich viel angeboten wird, ob das jetzt Sabbaticals sind, ob das reduzierte Zeiten sind. Wir haben Urlaubskonten, die man rauf und runter ziehen kann, die es vielen ermöglichen, sowohl parallel auch mehr Care zu machen, allein durch Homeoffice-Modelle und Co., aber auch durch Arbeitsmodelle zu gucken, wie kann ich eine Pflege von Eltern mit einem Job kombinieren zum Beispiel. Insofern hat sich da formal viel getan. Was wir als Unternehmen noch versuchen, ist tatsächlich sehr früh etwas zu tun. Also auch Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, Praktika zu machen, damit überhaupt ein Kontakt zu diesem Job erfolgen kann, damit man Einblicke bekommt. Ja, cool. Ja, direkt gerne an Yasemin, genau. Und zwar würde ich auch gerne dann nochmal die Perspektive Quereinstieg sehen. Wir haben tatsächlich, ich glaube, alle vier sind dann Quereinsteiger in die IT. Du bist nämlich nicht nur politisch aktiv, sondern selber auch als Quereinsteiger in den IT-Bereich irgendwann gemacht. Magst du uns da vielleicht nochmal erzählen, wie funktioniert das ab? Hat man diese ganzen Sachen, die wir gerade gehört haben, gelten die für Quereinstieg genauso wie für Leute, die Informatik studiert haben? Ja, also zunächst muss man sagen, dass der Quereinstieg in der Wichtigkeit in dieser Branche noch nicht da angekommen ist, wo er sein sollte, weil wir sprechen ja heute auch über den Fachkräftemangel. Das heißt, wir sind ganz doll auch in diesem Sektor angewiesen darauf, dass wir neue Fachkräfte bekommen. Und da ist der Quereinstieg auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass jede vierte Stelle tatsächlich aktuell über Quereinstieg möglich gemacht wird. Das heißt, ich glaube, da liegt eine Chance, die Unternehmen noch gar nicht so richtig sehen. Ich meine, es gibt viele Bootcamp-Programme, wo man sich auch zur Data Science Analytikerin weiterbilden kann, aber ich glaube, das ist noch nicht überall angekommen, dass man das auch wirklich tun kann. Bei mir persönlich, ich habe Kommunikation und Management studiert und bin dann über ein persönliches Interesse für Digitalisierung zu diesem Job gekommen als Digitalberaterin, aber ich muss sagen, im Nachhinein war das auch einfach das Glück, weil ich da weibliche Führungskräfte hatte in diesem Job, die, mit denen ich sehr offen sprechen konnte. Ich glaube, ich habe noch nicht alle Fähigkeiten, die es für diesen Job braucht, kann ich trotzdem was für euch tun, und die haben mir eben dieses Vertrauen gegeben, und ich glaube, da sieht man auch nochmal, wie wichtig es ist, dass man einfach Führungskräfte hat, mit denen man sich identifizieren kann, weil das nachträglich dazu führen kann, dass man in der Karriere weiterkommt. Ja, sehr spannend, was du ansprichst, gerade auch mit dem Fachkräftemangel, das ist ja eine Sache, die das ja nochmal beschleunigt, dass man Jahr für Jahr mehr IT-Kräfte braucht. Und du hattest gerade auch schon angesprochen, dadurch, dass Unternehmen da vielleicht nicht den Schritt draufgehen und nicht sagen, Teilzeit ist von Anfang an möglich, ja, wird man einfach hinten abgehängt, was Fachkräfte angeht. Jetzt haben wir viel über Wirtschaft und da die Vorteile gesprochen. Ich würde auch nochmal die akademische Perspektive mit reinnehmen. Eva, du hast ja quasi ja, dann promoviert und als Professorin dann quasi habilitiert. Wie ist denn das da? Wie stark männerdominiert ist das Ganze? Hat man da die ganzen Freiheiten, von denen wir gerade gesprochen haben, auch? Oder ist das nochmal eine ganz andere Welt? Ja, also vielleicht das Positive voran. Ich glaube, die ganzen Vorteile, die in der IT-Branche, in der Wirtschaft gelten, gelten in unserem Bereich, in der Uni auch. Und das ist natürlich super, dass man sich im Prinzip seine Projekte mehr oder weniger selber aussuchen kann, überlegen kann, wofür man seine kostbare und knappe Zeit, wenn man mit Care-Arbeit verarbeiten muss, ich habe selber zwei kleine Kinder, aussuchen kann, wofür verwende ich die. Das ist, glaube ich, unvergleichbar in der Uni.
Es gibt aber gewisse Dinge, die es schon echt schwer machen. Also das eine ist, glaube ich, dieser Arbeitsethos des Herrn Professor, der im Zweifel den Rücken freigehalten bekommt, der unverzichtbar ist, unersetzbar ist und irgendwie möglichst viel arbeitet. Also ich habe während meiner Promotion noch auf einem Panel für NachwuchswissenschaftlerInnen, wo 5 Männer saßen, gehört als Karrieretipp in der Wissenschaft, viel arbeiten und viele Kinder, weil dann bekommt man Familienzuschläge. Und da merkt man sozusagen das Mindset, was damals und auch, glaube ich, heute noch bei den einen oder anderen zumindest irgendwo schlummert, auch wenn es natürlich sich verändert mit den Generationen, das ist klar. Und das andere ist, dass natürlich eine wissenschaftliche Qualifizierungsphase in eine Lebensphase fällt, wo gerade Frauen Familiengründung und Karriere im Zweifel balancieren müssen, weil man ist wissenschaftliche Nachwuchskraft im Zweifel bis in die 30er, vielleicht auch 40er Jahre hinein. Und Männer können das vielleicht noch rausschieben und sich das irgendwie danach noch überlegen, aber für Frauen ist das häufig ein Entweder-Oder und man konkurriert im Zweifel in 2 verschiedenen Ligen, wenn man auch nur ein halbes Jahr in Elternzeit geht, wenn man nicht jedes Projekt sozusagen kontinuierlich vorantreiben kann, wenn man mit Kollegen konkurriert, die nicht Care-Arbeit im Hintergrund machen oder neben dem Vollzeitjob. Also und das macht es natürlich schwer. Deswegen für die Promotion kann ich häufig noch Studentinnen auch gewinnen, Absolventinnen gewinnen, die in ihren 20ern motiviert sind, was bewegen wollen, irgendwie da kreativ sein wollen. Aber spätestens ab der Promotion haben wir dann diese Leaky Pipeline, wo die Leute dann sagen, nee, ich nehme den geregelten Job in der IT-Industrie mit den geregelten Arbeitszeiten, mit den Teilzeitmöglichkeiten, mit einer Planbarkeit, wo ich in den nächsten 5 Jahren arbeite und wie. Und mich nicht deutschlandweit oder international bewerben muss. Und da wird es dann häufig schon eben schwierig, das voranzutreiben. Ja, ja, sehr spannend, dass du das sagst, weil dadurch passiert ja zum Beispiel auch Forschung und so weiter, dass du halt auch nicht nur in Führungspositionen was hast, sondern halt auch in den Forschungssachen. Wenn da gerade der akademische Weg dann nochmal ein Stein mehr am Weg ist, das ist ja dann katastrophal im Ende. Was ich da jetzt nochmal interessant ist, wenn wir uns das angucken zur Care-Arbeit und vor allem im Bereich auf Equal Care, ist ja die eine Seite, dass der IT-Bereich ganz gut ist, ganz flexible Arbeitszeitmodellen sind, das Ganze zu verbinden. Die andere Seite, es bringt uns ja auch nichts, wenn wir am Ende alle Frauen, die in der IT arbeiten, nebenbei super Care-Arbeit machen können und arbeiten und die Männer aber trotzdem nichts an Care-Arbeit übernehmen. Wie ist denn das bei denen, gerade an denen, die von euch schon berufstätig sind, bei euren männlichen Kollegen? Spielt da Care-Arbeit gleichermaßen eine Rolle? Nutzen diese Freiheit, um mehr in der Care-Arbeit aktiv zu sein oder eher gar nicht? Ich kann, glaube ich, nicht so richtig für alle Männer im Unternehmen sprechen, aber was ich machen kann, ist, glaube ich, die Perspektive, die du gerade dahinter sozusagen aufbringst, dass man, um ein Verständnis zu haben für Sorgearbeit, musst du natürlich selber sorgearbeitstätig sein. Also du musst entweder dich um ein Kind kümmern oder du musst ein älteres Familienmitglied, ein krankes Familienmitglied pflegen. Diese Erfahrung braucht man, um überhaupt zu verstehen im Team, da ist noch eine andere Person, die hat dieselbe Erfahrung. Ich weiß, die hat einen Säugling gerade zu Hause, die kann nicht in jedem Meeting immer so am Start sein, wie ich das von meiner anderen Kollegin erwarte. Warum ist das wichtig, diese Perspektive? Weil sie doch, und da muss ich, glaube ich, auch dir ein bisschen widersprechen, weil es ja doch immer noch so ist, dass im IT-Sektor wir viele Männer haben. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Männer weniger Sorgearbeit machen als halt Frauen, ist sehr, sehr hoch. Und dementsprechend ein Grund, warum ja auch Frauen frühzeitig aus der IT ausscheiden, ist, weil sie eben wenig Verständnis erfahren für die Sorgearbeit, die sie machen. Also auch gerade bei Altenpflege übrigens gab es jetzt auch gerade eine interessante Studie, die gestern auch in der Tagesschau, zumindest Social Media weitig veröffentlicht wurde, dass Frauen doppelt so viel Zeit damit verbringen, sich um ältere Familienmitglieder zu kümmern als die Männer. Das ist übrigens, finde ich, auch eine Art von Sorgearbeit, über die wir in Deutschland viel zu wenig noch sprechen. Genau. Ja, ich kann aus dem Firmenkontext, ich habe in mehreren Firmen jetzt gearbeitet, ein Bild geben. Ja, es ist erstmal ein männerlastiges Umfeld in der IT. Wir knabbern immer noch an den 16-20%, je nachdem, wie man das durchzählt. Und das zieht sich von StudentInnen aufwärts dann in die Jobs auch. Was ich schon erlebe, ist dadurch, dass die Arbeit flexiblere Arbeitsmöglichkeiten bietet, machen mehr junge Kolleginnen auch
Elternzeiten, Sabbaticals für die Familie und Co. und beteiligen sich damit mehr. Geschehen da Wunder? Nein. Wären Wunder möglich? Ja. Ein zweiter Aspekt vielleicht noch, die Verdienstmöglichkeiten in der IT wiederum für Frauen sind so gut, dass sich eine Diskussion zu Hause, wer bleibt zu Hause, ein bisschen anders stellen. Also damit hilft uns jeder Frauenanteil in der IT, aber auch die Flexibilität, die die Arbeitswelt mitbringt, auch bei den Herren der Schöpfung. Ja, cool. Ja, das finde ich auch immer ganz eindrücklich. Also man hört ja sehr oft das Narrativ, wir wollen mehr Frauen in der IT, wir wollen mehr vollzeitnah, vollzeittätige Frauen in der IT, dass diese Frauen statistisch, wenn sie in Partnerschaften, in Familie leben, auch qualifizierte Partner haben, die dann weniger arbeiten müssten. Sozusagen, das ist für die Unternehmen dann schon, natürlich schon gleich nicht mehr so sexy, wenn sie dann ihren Mitarbeitern empfehlen sollten, ein halbes Jahr Elternzeit zu machen, damit die Frau nach einem halben Jahr wiederkommen kann. Oder in Teilzeit zu arbeiten bei der 75-80%, damit man eben zwei qualifizierte Personen da hat. Dann ist es nicht mehr ganz so straightforward zu erzählen, die Geschichte aus Unternehmenssicht. Aber das wäre natürlich eigentlich der Weg, wo wir hin müssten, wenn wir Equal Care wollen. Persönlich versuche ich das zu leben. Also wir versuchen Equal Care tatsächlich 50-50 so mehr oder weniger zu leben. Aktuell beide in Vollzeit. Und aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, das ist in unserem Strukturrahmen, in unserer Kinderbetreuungssituation, in unserer Gesellschaft eigentlich nicht möglich. So. Ja. Wir machen es, aber es ist eigentlich nicht möglich. Es hängt dauernd an irgendwelchen Ecken und Enden und klappt nicht. Und man arbeitet sich auf, weil es eigentlich nicht so gedacht ist. Und genau, dann müssen entsprechend die Männer weniger machen, wenn die Frauen mehr machen sollen. Ja. Ich finde es ja auch immer noch aus, ich habe selber auch Informatik studiert und arbeite in der IT, echt erschreckend, diese ganzen Flexibilitäten. Man kann die natürlich super nutzen, aber man kann die auch super anders nutzen. Ich finde es auch immer noch, wie zum Beispiel das als was Gutes angesehen wird, wenn Menschen die ganze Nacht durchprogrammieren und am nächsten Tag dann quasi bis 16, 17 Uhr schlafen oder so, dass das quasi nichts ist, wo ein Professor oder ein Chef sagt, oh Moment, pass mal auf, das ist gar nicht so gut, sondern dass eher was ist, was belohnt wird, als ja, der steigert sich da richtig rein. Das ist diese Kultur, diese Arbeitsethos. Genau, das ist so eine Kultur, die da oder vielleicht noch ein bisschen überdacht werden muss. Genau. Lena, du bist ja vor allem auch sehr gut vernetzt durch die IT-Girls. Du beschreibst ja nicht nur du Blogs, sondern alle möglichen. Da kennst du wahrscheinlich auch verschiedenste Geschichten erzählen. Wie sieht es denn da aus, meistens so mit Wertschätzung von, IT, von IT-Arbeit und von Care-Arbeit in Kombination zusammen? Ja, ich glaube, also Care-Arbeit ist immer noch auch in unserer Generation viel zu wenig sichtbar. Also das fängt halt wirklich so an, wenn man sich selbst so mit Familienplanung oder halt mit der Pflege von älteren Menschen wie den Eltern und so mal auseinandersetzt. Ich sag mal, das Schöne, das Positive ist, dass den Männern in meinem Alter deutlich mehr bewusster wahrscheinlich ist, als es noch vor 30 Jahren war und sie immer stets bemüht sind, sag ich mal, aber da trotzdem immer noch sehr viele Konfliktpotenziale entstehen, weil ja Care-Arbeit einfach auch immer noch anders gesehen wird und anders definiert wird und auch anders wahrgenommen wird. Was ich aber sozusagen, was wir haben ja auch schon häufig gesagt, was positiv an der IT-Branche ist, sind halt wirklich die Möglichkeiten und die Potenziale, die da noch sind, um Care-Arbeit vereinbar zu machen mit der Familie. Also ich kann da einmal das Beispiel von der CIO von Beiersdorf erzählen, Annette Hamann. Die hat mir erzählt, warum sie überhaupt CIO werden konnte, ist, dass immer Verständnis für sie da war. Also sie musste sich nicht rechtfertigen, wenn mal der Kindergarten ausgefallen ist und sie halt mal nicht am Meeting teilnehmen konnte. Sie musste sich nicht rechtfertigen, wenn sie zur Einschulung gegangen ist, cool, etc. Und das waren die Möglichkeiten, die sie dazu befähigt haben, überhaupt CIO zu werden. Ja, sehr cool, so das hört man doch ganz gerne. Dann haben wir jetzt viel gehört, was gerade Unternehmen machen können. Dann vielleicht nochmal zu dir, Yasemin, als politisch Aktive. Was kann denn die Politik vielleicht machen, um dazu zu führen, dass Care-Arbeit im IT-Sektor oder allgemein im Arbeitsumfeld mehr gewertschätzt wird? Ja, verschiedene Ebenen gibt es da. Man kann natürlich ganz viel machen, aber wenn wir mal über die wirksamsten Dinge sprechen wollen, dann glaube ich, auf der einen Seite müssen Unternehmen Anreize geschaffen werden, dass sie sich mit Vereinbarkeit, mit neuer Art von Vereinbarkeit ernsthafter beschäftigen. Die müssen kreativer werden. Wie macht man das? Durch Anreize meistens in der Politik. Das heißt, es müsste, und es gibt ja ganz viele Förderprogramme, aber Teil dieser Förderprogramme
müssten auch Kriterien sein, die Diversität eben in Unternehmen auch fördern. Also ähnlich, ich gebe mal ein Beispiel, ähnlich wie wir das auf der EU gerade mit der EU-Taxonomie, also Nachhaltigkeit haben. Warum haben wir nicht auch auf EU-Ebene Möglichkeiten, Diversitätskriterien einzuführen, wenn wir Unternehmen fördern wollen oder für förderfähig halten? Das wäre eine sehr, sehr wirksame Methode, glaube ich, wo man wirklich auf höchster Ebene sozusagen mitgestalten kann. Wir sagen ja immer, Politik gestaltet nicht genug. Ich glaube, da könnten wir auf europäischer Ebene wirklich an den Speck sozusagen ran, Diversität nicht nur als nice to have, sondern als must have zu betiteln und das auch ernsthaft zu machen. Und dann auch vielleicht jetzt auf kleinerer Ebene in Deutschland müsste es natürlich auch mehr Innovationsförderung geben, allgemein für, ich hatte gerade schon das Thema Sorgearbeit in der Pflege angesprochen. Deutschland ist ja ein alterndes Land, wir werden ja leider immer älter, das heißt, es wird auch immer mehr pflegebedürftige Menschen hier geben. Und wir wissen, dass Frauen eben gerade diese Pflegearbeit sehr viel übernehmen müssen gerade noch. Warum setzen wir den Unternehmen nicht auch da Anreize, dass sie zum Beispiel, ich habe gerade von einem Projekt gehört in den USA, von den Elderly Gardens, also statt den Kindergartens, dass es Elderly Gardens gibt in Unternehmen, also Räume, wo, das hört sich jetzt für uns vielleicht total absurd an, ne? Dass man da ein krankes, alterndes Familienmitglied dann mit zur Arbeit bringt, aber wenn das die Zukunft ist von Deutschland, dass wir immer mehr Pflege haben, pflegebedürftige Menschen haben, aber der Pflegesektor da nicht mehr hinterherkommt, dann müssen halt die Unternehmen mehr in die Verantwortung. Ja, sehr cool. Das wäre auch eine gute Überleitung. Quasi als letztes würde ich noch mal eine Abschlussrunde machen mit einer Frage. Was würdet ihr euch denn zum Beispiel, sei es von der Politik, von der Wirtschaft oder von der Gesellschaft wünschen, was sich in den nächsten Jahren verändern soll, damit halt der IT-Bereich einfach diverser wird, damit der Einstieg für Frauen im IT-Bereich besser wird, damit halt die Wertschätzung von Care-Arbeit im IT-Bereich größer da ist. Fangen wir vielleicht mal bei dir an, Eva, und gehen dann mal die Reihe durch. Ja, genau. Also ein Punkt ist natürlich für uns als Gesellschaft, als Führungskräfte, als alle, die irgendwie Role Models sind, vorzuleben und vorzugeben, dass Care-Arbeit normalisiert ist und Teil des Alltags und Lebens von allen Mitarbeitenden sein darf und kann und sollte. Und dann gibt es natürlich politisch ganz viele Stellschrauben, also alles, was in die Richtung wirkt, sozusagen zu incentivieren und zu unterstützen, dass Männer mehr in die Care-Verantwortung gehen und die Care-Arbeit von Frauen mehr wertgeschätzt wird, mehr anerkannt wird und mehr honoriert wird. Das geht ja auch in die professionelle Kinderbetreuung, da haben wir ja noch viel mehr Fachkräftemangel als in der IT. Und das ermöglicht uns IT-Frauen ja auch erst das Arbeiten in vielen Fällen. Also alles, was sozusagen da die gleichmäßigere Aufteilung incentiviert und unterstützt, muss einfach auch finanziell unterstützt werden. Also das sind einfach auch wirtschaftliche Größen, die da reinfließen. Ne? Ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist, dass ähnlich wie, dass wir mit IT früher anfangen müssen bei Schülerinnen, ist es wahrscheinlich mit der Care-Arbeit auch. Was bedeutet Care-Arbeit eigentlich? Und also wie ich eben schon gesagt, es beginnt viel zu spät, dass wir uns mit Care-Arbeit auseinandersetzen und wie sie verteilt ist. Und ich glaube halt, wie zum Beispiel die Hacker-School früh anfängt, Schülerinnen die IT beibringt oder näher bringt, ist es wahrscheinlich auch mit der Care-Arbeit, dass da einfach noch offener darüber gesprochen werden muss, noch früher, dass überhaupt ein Thema wird, damit das dann nachher auch in der Berufswelt überhaupt ankommt. Ich hätte gleich drei Wünsche. Sehr gut. Von der Politik oder Ländersache würde ich mir Informatik als Pflichtfach wünschen, einfach aus der IT-Brille. Wir vernachlässigen da komplett den ersten Kontakt. Und das kann auch eine Hacker-School, so genial die sind, nicht alleine auffangen, wenn wir das in der Schule nicht auch starten. Von jedem Einzelnen, von jeder Einzelnen würde ich mir wünschen, Eltern, schickt eure Kids einfach auch mal zu einer Hacker-School. Die Kurse lassen sich einfach buchen. Oder andere Engagements, die gibt es zuhauf. Wir haben auf den IT-Strategietagen gerade erst wieder ganz tolle Cares prämiert. Und versucht es selbst auch. Wir sagen ganz häufig so, oh, das ist doch nichts für mich. Und damit erzeugen wir aber nur den Bias. Also wer nicht irgendwie einfach mal KI im Internet ausprobiert und auch mal ein Bild generiert,
der verpasst einiges und der verpasst auch für die Nachhaltigkeit was. Bei den Unternehmen sehe ich gerade alles, was gesetzlich gerade in Corporate Social Responsibility und ESG geht, schon mal einen schönen Hebel, den wir in Unternehmen nutzen können, um mehr zu machen und um auch mehr Brücken zu bauen. Das sollten wir noch mal verstärken, aber das ist, glaube ich, eher auf dem Weg. Was ich mir wünsche, noch zusätzlich, ich würde auch beim Individuum anfangen, Frauen in Tech. Ich mache gerade selber einen Coding-Kurs und ich kann sagen, es macht mega Spaß und es ist lernbar. Alles in dieser Welt ist erlernbar. Also ne, wir müssen da Barrieren auch in unseren eigenen Köpfen abbauen, bin ich ganz bei dir. In den Unternehmen würde ich mir mehr Möglichkeiten der Mitsprache wünschen. Also ich glaube, wir kommen gerade in ein Zeitalter, wo der Betriebsrat auch nochmal eine ganz neue Rolle bekommen muss, weil es natürlich auch bei der Einführung von KI in den Unternehmen, wir lesen gerade generative KI, also sowas wie Midjourney, ChatGPT wird ja in ganz vielen Unternehmen gerade eingeführt. Da müssen Unternehmen jetzt ganz krass darauf achten, dass wir die Mitarbeiterinnen nicht verlieren, weil eben diese Biases so überall in den Medien gerade diskutiert werden und der Anschein erweckt wird, ja, man kann da ja gar nichts dagegen machen. Unternehmen können was dagegen machen, indem sie durch den Betriebsrat ihre Mitarbeiterinnen zum Beispiel aufschlauen und mit auf diese Reise nehmen. Und in der Politik, ich meine, ich bin jetzt in der Politik, das heißt, ich bin sozusagen auch selber jetzt an dem Hebel. Ich werde mich ganz stark für feministische KI einsetzen, weil ich eben glaube, auch wenn wir uns die Industrie angucken, brauchen wir da einfach viel, viel, viel mehr Frauen in diesem Sektor. Dieser KI-Sektor baut sich auch gerade, das ist ein gutes Zeichen, baut sich ja gerade durch den AI-Act auch neu auf. Das heißt, es wird auch sehr viele Chancen geben für Frauen, in diese Industrie reinzukommen. Und ja, ich werde alles dafür tun, dass der auch möglichst frauenfreundlich und diversitätsfreundlich ist, weil wir reden natürlich auch über andere marginalisierte Gruppen hier. Perfekt. Super, dann will ich... Anselm, du hast auch noch einen Wunsch frei. Ich habe auch noch einen Wunsch frei. Ich habe ja selber, genau. Ja, also ich würde auch genau die Sachen, die wir gerade gehört haben, auf jeden Fall unterstreichen und vor allem auch sagen, dass wir hinbekommen, dass wir KI und so weiter, wir haben eine sehr gute Chance, glaube ich, viele der Sachen, wie sie in den letzten Jahren funktioniert haben, werden sich jetzt einfach ein bisschen ändern und dass wir dadurch halt die ganze Chance einfach mal ergreifen und auch denken, ja, wie wollen wir das wirklich, wollen wir, was von der Gesellschaft wollen wir so beibehalten und was wollen wir vielleicht deutlich gerechter gestalten und dass wir halt eben genau diesen Transformationsprozess dazu nutzen, dass wir halt zum Beispiel sagen, wenn jetzt gerade Jobs wegfallen, Sachen durch KI anders gemacht werden, wäre das nicht ein guter Startpunkt zu sagen, wir wollen uns den ganzen Arbeitsmarkt so umbauen, dass wir Equal Care Arbeit ermöglichen können. Genau. Perfekt. Dann vielen lieben Dank euch vier für die Teilnahme. Hat viel Spaß gemacht mit euch. Und genau, wir geben noch an Peter wieder ab. Ich darf der Runde ganz herzlich danken. Ich habe gelernt, dass Muster reproduziert werden im KI. Und mein Wunsch wäre, dass die Mustergebenden diejenigen sind, die hier sitzen. Dann wären meine Befürchtungen bestimmt geringer, was die Entwicklung anbelangt. Vielen Dank für diese Runde. Okay.